Als wär nicht weniger oft mehr, als gäbe es kein Hand in Hand. Als wär schon alle Blicke leer, als hätten wir uns nie erkannt. An die Mahnung von Ronald Paris bzw. Bertolt Brecht anschließend möchte ich mit Erich Kästner beginnen, der uns 1956 mit auf den Weg gab, die Ereignisse von 1933 bis 1945 hätten spätestens 1928 bekämpft werden müssen. Später war es zu spät. Man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine wird. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keine mehr auf. Ich gestehe, in den letzten Monaten habe ich sehr oft, auch in der Auseinandersetzung mit aktuellen Entwicklungen und auch aktuellen Äußerungen, zum Beispiel eines gewissen Herrn H. aus Thüringen, Viktor Klemperer zur Hand genommen, LTI und seine Tagebücher. Und ich entschuldige mich gleich, es ist etwas schwere Kost, aber ich glaube, wir sind hier zusammengekommen, um es uns nicht leicht zu machen, sondern gemeinsam zu erinnern, zu mahnen, aber uns auch klar zu machen, was unsere Aufgabe ist. Und deshalb möchte ich einen kurzen Ausschnitt aus seinem Vorwort zum LTI lesen. Es wird jetzt so viel davon geredet, die Gesinnung des Faschismus auszurotten. Es wird auch so viel dafür getan. Kriegsverbrecher werden gerichtet, kleine PGs, Sprache des Vierten Reichs, aus ihren Ämtern entfernt, nationalistische Bücher aus dem Verkehr gezogen, Hitlerplätze und Göringstraßen umbenannt, Hitler-Eichen gefällt, aber die Sprache des Dritten Reichs scheint in manchen charakteristischen Ausdrücken überleben zu sollen. Sie haben sich so tief eingefressen, dass sie ein dauernder Besitz der deutschen Sprache zu werden scheinen. Wie viele Male zum Exempel habe ich seit dem Mai 1945 in Funkreden, in leidenschaftlich antifaschistischen Kundgebungen, etwa von charakterlichen Eigenschaften oder vom kämpferischen Wesen der Demokratie sprechen hören. Das sind Ausdrücke aus dem Zentrum. Das Dritte Reich würde sagen, aus der Wesensmitte der LTI. Ist es Pedanterie, wenn ich mich hieran stoße? Kommt hier der Schulmeister ans Licht, der in jedem Philologen verborgen kauern soll? Ich will die Frage durch eine zweite Frage bereinigen. Was war das stärkste Propagandamittel der Hitlerei? Waren es Hitlers und Goebbels Einzelreden? Ihre Ausführungen zu dem und jenem Gegenstand? Ihre Hetze gegen das Judentum, gegen den Bolschewismus? Fraglos nicht, denn vieles blieb von der Masse unverstanden oder langweilte sie in seinen ewigen Wiederholungen. Wie oft in Gasthäusern, als ich noch sternlos ein Gasthaus betreten durfte, wie oft später in der Fabrik während der Luftwache, wo die Arier ihr Zimmer für sich hatten und die Juden ihr Zimmer für sich,
Im arischen Raum befand sich das Radio und die Heizung und das Essen. Wie oft habe ich die Spielkarten auf den Tisch klatschen und laute Gespräche über Fleisch- und Tabakrationen und über das Kino führen hören, während der Führer oder einer seiner Paladine langatmig sprachen. Und nachher hieß es in den Zeitungen, das ganze Volk habe ihnen gelauscht. Nein, die stärkste Wirkung wurde nicht durch Einzelreden ausgeübt, auch nicht durch Artikel oder Flugblätter, durch Plakate oder Fahnen. Sie wurden durch nichts erzielt, was man mit bewusstem Denken oder bewusstem Fühlen in sich aufnehmen musste. Sondern der Narzissmus glitt in Fleisch und Blut der Menge über, durch die Einzelworte, die Redewendungen, die Satzformen, die er in millionenfachen Wiederholungen aufzwang und die mechanisch und unbewusst übernommen wurden. Man pflegt das Schiller-Distichon von der gebildeten Sprache, die für dich dichtet und denkt, rein ästhetisch und sozusagen harmlos aufzufassen. Ein gelungener Vers in einer gebildeten Sprache beweist noch nichts für die dichterische Kraft seines Finders. Es ist nicht allzu schwer, sich in einer hochkultivierten Sprache das Ehr eines Dichters und Denkers zu geben. Aber Sprache dichtet und denkt nicht nur für mich. Sie lenkt auch mein Gefühl. Sie steuert mein ganzes seelisches Wesen. Je selbstverständlicher, je unbewusster ich mich ihr überlasse. Und wenn nun die gebildete Sprache aus giftigen Elementen gebildet oder zur Trägerin von Giftstoffen gemacht worden ist, Worte können sein wie winzige Arsendosen. Sie werden unbemerkt verschluckt, sie scheinen keine Wirkung zu tun und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da. Wenn einer lange genug für heldisch und tugendhaft fanatisch sagt, glaubt er schließlich wirklich, ein Fanatiker sei ein tugendhafter Held. Und ohne Fanatismus könne man kein Held sein. Die Worte fanatisch und Fanatismus sind nicht vom Dritten Reich erfunden. Es hat sie nur in ihrem Wert verändert und hat sie an einem Tage häufiger gebraucht als andere Zeiten in Jahren. Das Dritte Reich hat die wenigsten Worte seiner Sprache selbstschöpferisch geprägt. Vielleicht, wahrscheinlich sogar überhaupt keines. Die narzisstische Sprache weist in vielem auf das Ausland zurück, übernimmt das meiste andere von vorhitlerischen Deutschen. Aber sie ändert Wortwerte und Worthäufigkeiten. Sie macht zum Allgemeingut, was früher einem Einzelnen oder einer winzigen Gruppe gehörte. Sie beschlagnahmt für die Partei, was früher Allgemeingut war. Und in alledem durchtränkt sie Worte und Wortgruppen und Satzformen mit ihrem Gift. Macht sie die Sprache ihrem fürchterlichen System dienstbar. Gewinnt sie an der Sprache ihr stärkstes, ihr öffentlichstes und geheimstes Werbemittel. Das Gift des LTI deutlich zu machen und vor ihm zu warnen. Ich glaube, das ist mehr als bloße Schulmeisterei. Wenn den rechtgläubigen Juden ein Essgerät kultisch unrein geworden ist, dann reinigen sie es, indem sie es in der Erde vergraben. Man sollte viele Worte des narzisstischen Sprachgebrauchs für lange Zeit und einige
für immer ins Massengrab legen. Nehmen wir diese hochaktuelle Warnung, seien wir aufmerksam. Im Alltag machen wir uns und andere darauf aufmerksam, was geschieht, wenn nicht rechtzeitig das Stoppzeichen aufgestellt wird, auch wenn es scheinbar nur Worte sind. Herzlichen Dank, Petra Pau. Fliege übers große Wasser, über Berg und Tal. Bringe allen Menschen Frieden, grüß sie tausendmal. Um sich auf einen Menschen zu verlassen, tut man gut, sich auf ihn zu setzen. Man ist dann wenigstens für diese Zeit sicher, dass er einem nicht davonläuft. Manche verlassen sich auch auf den Charakter. Als wären schon alle Blicke leer, als hätten wir uns nie erkannt. Als hätten wir uns nie erkannt.